Was gucken wir uns hier gerade an? Das ist mir zu viel Fußkondens. Ey, ist auf jeden Fall ein sehr stronges Video. Ein kleiner Fiebertraum, ja, aber auf jeden Fall ein stronges Video. Sexy Yoga Challenge mit Julia Beautix. Das ist das Thumbnail. Gucken wir doch mal rein. Geht schon gut los. Ich finde, das geht schon sehr sexy los. Also ich bin schon leicht erregt, wenn ich das sehe. Leicht ist eine Untertreibung. Let's go. Guck mal, wie breit ich an der Seite bin. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit hier so. Wenn das ganze Video so ist, also wir starten strong. Ich finde, für die ersten Sekunden eines Videos ist das ein stronger Einstieg. Guck mal, wie breit da meine Arme aussehen. Ich bleib hier und du bleibst nice da. Machen wir so. Hast du gerade gesagt, nice ass? Ja. sie stellt sich einfach vor, die Kamera sagt, nice ass, meint sich selber. Guck mal jetzt. Humble, Julia. Sehen meine Arme krass aus. Guck mal, der hier, wow. Ein breiter Mann mit einem breiten Arm. Hallo! Aua! Teppich, Julia. Das Kreuz gefährlich, das wird ja alles nichts. Total dumm. Meine lieben Pupsprinzessinnen da draußen, wir sind Joey und Julia. Und ich habe mir die Haare abrasiert und Joey hat sich ganz tolle Extensions gemacht. Ja, aber ich finde, Joey ist gut in Form. Also ich finde, man sieht, dass er gut in Form ist. Genau, das ist zwar teuer, aber... Also Julia bestimmt auch, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, dass Julia nicht ist, aber ich finde... Was hat sich gelohnt? Ja, generell eine ganz große Typveränderung. Ja, wie viel würde das kosten, wenn aus dem das hier wird? Oh. Das kostet 500.000. Und andersrum, aber hallo. Andersrum ist heftig, aber gute Entwicklung. Hallo! Boah, ist ja voll exposing hier, das voll in meinen Schritt gemein rein. Guck mal, wie gemein der zu mir ist. Gut, dass ich ein selbstbewusster Mann bin. So Leute, eure beiden Pupsprinzessinnen haben sich gerade dazu getroffen, weil wir was ganz, ganz Dummes machen, was wir gleich bereuen werden. Jetzt. Okay, das heißt, sie machen Yoga miteinander. Das habe ich jetzt aus dem Titel verstanden, es gibt Yoga. Damit wir uns besser mit dem identifizieren können, was wir gleich bereuen werden, würde ich... Neues Bark Restocks noch im Januar? Nein, im Januar schaffen wir es leider nicht, aber bestimmt... Danach. Wow. Irgendwann nach Januar. Sagen, machen wir erstmal das hier, oder? Alles guck mal, ich habe hier so wunderschöne Schweißbänder bestellt. Das ist einmal für die Handgelenke und dann auch noch einmal für den Stirnbereich. Ich dachte, für den Genitalbereich. Du kannst es auch gerne in deinen Genitalbereich machen. Aber wie? Ich weiß auch nicht. Nee, man könnte es als Ring schon benutzen. Hey, guck mal. Also in der Theorie. Ich habe nur rein in der Theorie aus der Theorie gesprochen. Das passt auch richtig gut zu deinem Outfit, das Grün. Das ist aber gelb. Ja. Das ist Neongrün. Das ist gelb. Das ist Neon. Gelb. Ich finde auch, dass es eher Neongelb ist. Das ist Neongelb. Das ist nicht Neongrün. Grün. Gelb. Und das? Nein. Ist blau oder was? Ja. Lila. Hä? Das ist Neongelb, das linke. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich habe eine Störung. Wir kleinen Bekloppten werden jetzt eine sexy Yoga-Challenge drehen. Und ich weiß nicht, ob die sexy wird, ehrlich gesagt. Die wird verdammt sexy. Also wenn es halbwegs so sexy wird wie die ersten 5 Sekunden, dann, Digga, geht's ja voll. Also ich habe halt wirklich so Couple-Positions rausgesucht, Julia. Also manche sind auch mit Kuss. Was? Das sind nicht diese Yoga-Positionen, die ihr so kennt von diesen Videos. It's abgespeist. Oh nee, was heißt denn das jetzt? Es ist aber nicht sexuell, okay? Wir werden uns nicht irgendwie... Küssen. Hm, schade. Wir kommen zu unserer allerersten Yoga-Position. Und die ist erstmal noch ein bisschen easy. Kriegst du... Das ist die Position. Die ist easy? Finde ich gar nicht so easy. Hin, oder? Das ist easy noch? Hey, das ist doch wirklich nicht schwer. Joey. Ich nehme deine Stinkmauten in die Hand. Yoga weißt, muss man schon... Hornhaut, ich vom Tanzen an meinen Füßen habe, richtig ekelhaft. Dein kleiner Zeh sieht auch ein bisschen eklig aus, muss ich sagen. Ihh, das ist wirklich alles rausgewachsen. Julia, ich habe auch Hornhaut. Ich habe auch Hornhaut. Ich habe mit Julia verabredet, dass wir gemeinsam zur Pediküre gehen. Und von meiner Seite aus war es kein Spaß. Es klang von ihrer Seite aus auch nicht wie ein Spaß. Aber ich mache das. Ich ziehe das durch. Ich hab Bock, mit Julia so, weißt du, in diesen Sesseln zu setzen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kenne das so aus Filmen und ich stelle mir das so schön vor, dass man so in so einem Massagesessel sitzt und da machen die da unten so rum und du sitzt da so mit irgendwie einem Sekt oder so und dann bist du am Quatschen so. Das stelle ich mir mega schön vor. Also da bin ich so down. Wow. Und sie hat erzählt, dass sie noch keinen Pediküre-Partner hat. Also sie ist da immer alleine hingegangen. Ich finde, das kann man doch dann miteinander machen. Oh, guck mal, ich habe sogar Haare auf meinen Dings. Ja, das ist eklig. Ja, siehst du? Ja, Haare von den Füßen, mach die ab, Digga. Mach die ab. Eklig. Okay, let's go! Okay. Nicht so kleine Hobbit-Füße. Mach Haare ab, Digga. Hey. Sie! Ich muss gar nicht viel. Sie! Wir machen außer das. Weißt du, das ist auch schon alleine Kacke. Ich muss hier alles
das machen heute. Ich bin die ganze Zeit oben. Ich kann auch gerne oben sein. Nee, das schaffen wir doch nicht. Oben. Hier, nimm jetzt mal meine Mauke in die Hand. Oh, die sind voll schwitzig, Julia, du Eklige. Ja, komm, lass hinter uns bringen. Du Eklige. Nicht andauernd an und ab. Oh, jetzt liegt die ja auf meinem Penis. Digga, was gucken wir uns hier gerade an? Auf. Jetzt liegt sie hier auf meinem Penis drauf. Das wird sowas von unsere Freundschaft aber nicht. Vor allen Dingen, wenn Joey hochguckt, guckt er hier halt, also, naja. Allein diesmal an. Digga. Hey, wohin guckt denn Joey da? Was ist denn, wohin geht denn der Blick von Joey? Also, um das mal zu analysieren. Wow. Wenn man hier so, also... Anzug... Was? Sorry. Boah. Hey, kannst du dich überhaupt so hochdrücken? Ja, weiß ich nicht. Du musst mit deinen Schultern auf meinen Knien sein, ne? Ja, hier, nimm meinen anderen Fuß. Oh, boah, hat das geknackt. Ja, guck mal. Hey, voll geil. Das hat jetzt besser geklappt, als ich dachte. Oh mein Gott. Was bist du? Du hast mich einfach gefallen. Dein Arsch ist in meinen Brustkorb reingeknallt. Das hat total easy funktioniert. Ich dachte, 5 Minuten sind wir fertig. Sportlich. Kommen wir zur nächsten, das ist auch noch easy. Aber da könnte ich, glaube ich, sogar mal oben sein. Guck mal, das geht gar nicht. Du bist viel zu... Ich bin nicht zu... Nein. Ja, du kannst dich niemals so tragen. Ja, geht das? Doch, geht das. Jetzt hey, doch, das schaffen wir. So ist jetzt halt voll easy. Digga. Die Blicke hey, doch, wieder. Das schaffen wir. So ist jetzt halt voll easy. Was sind denn das für so Stillframes hier? Guck mal, ich hab sogar so eine Polsterung hier drin. So eine Fahrradtour. Was? Was ist da gerade passiert? Was war da für eine Polsterung? Digga, ich komm nur so halb mit hier, ne? Guck mal, ich hab sogar so eine Polsterung hier. Eine Polsterung? Drinne. So eine Fahrradtour. Ja, nimm mal die Hose in der Hand. Eine Polsterung, die den irgendwie größer macht? Hä? Was sind denn das für Polsterungen? Einmal Julia Beautics Arsch in meinem Gesicht. Oh Julia, das ist viel zu einfach. Was ist? Halt! Ich glaube, wir führen ein, wir müssen 5 Sekunden halten können. 1, 2, 3, 4, 5, was machst du da? Was war das denn jetzt hier für eine Aktion? Ich wollte mir so auseinanderziehen, guck, was passiert. Guck mal hier. Okay, ich glaube, das schaffen die aber. Obwohl, nee, gar nicht. Du musst ja mega Spannung haben oben. Ich glaube, der obere ist wieder der schwerere. Ich glaube, Julia bekommt die schwereren Posen die ganze Zeit. Halt gleich kann das sein? Nach hinten lehnen, ja, lass mal erst so machen. Julia, jetzt mach es voll anstrengend so. Ah! Okay, hab ich. Jetzt nach hinten lehnen. Hä? Oh mein Gott! Ah! Also voll kurz gut. Wir sind richtig die Yoga-Prinzessinnen. Ja, wir haben eine halbe Sekunde in der Position ausgeharrt. Also müssen wir nochmal? Ja. Ja, geh hoch. So, okay. 3, 2, 1. Einfach so. Hey, die sind voll gut. Hä? Ey, ich finde, die machen das beide sehr, sehr gut. Ich finde, die machen das sehr, sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir voll rein. Ja, ich auch. Was ist denn da los? Das ist doch auch einfach, ja, oder? Kriegen wir hin. Ja, aber wir müssen auch drauf achten hier mit Hallo. Den Händen. Ne? Hey, ja, guck mal, du gehst jetzt einfach hier so auf mich drauf. Nee, warte, lass mal so machen und dann. Du bist halt so klein, ne? Ach, guck mal. Oh Gott, Julia, du bist ja... Aber ich finde, das sieht jetzt mehr naughty aus, als es eigentlich ist. Weil ich finde, das sieht halt nackter aus, als es eigentlich ist. Joey sieht angezogen aus, aber Julia sieht halt... Wow. Also, es ist... Also, wenn man nur dieses Bild sieht, dann ist zweifelhaft... Dann ist zweifelhaft, wow. wie angezogen Frau Beautics ist. So leicht. Julia, ich merke. Stimmt, sie hat ein Stirnband an. Dann ist man nicht nackt. Stimmt. Guter Punkt. Guter Punkt, Chat. Dann ist man nicht nackt. Wenn man nur High Heels trägt, ist man auch nicht nackt. Eigentlich. Ich fasse nicht, dass du auf mir drauf bist. Oder wenn man nur ein Kondom trägt, dann ist man ja auch nicht nackt. Also dann hat man ja immer noch was an. Also, nee, für's gut. Ja, super, los. Ey, das sieht so lustig aus mit deinen Beinen da hinten. Als würdest du gerade so gebären. Digga, was ist das, was hier gerade... Du hast halt so kurze Hände, kurze Arme. Du hast so kurze Hände. Aber wir haben so da. Ich glaube, ja. Wollen wir uns einmal noch drehen? Ja. Oh Gott. Oh, hast du es
cool. Oh, oh. Und jetzt wieder zurück. Nee, schaffen wir nicht. Voll beeindruckt von uns. Ich auch. Wir sind Gymnastikprofis. Ich finde, wir sollten so einen Yogakurs aufmachen. Ich denke auch. Leute, dieses Video passiert natürlich aus einem, naja, einem kleinen Grund, würde ich schon sagen, ne? Wir haben unser eigenes Fitnessprogramm mit Chimondo gemacht. Oha! Oh, ich glaube, das habe ich in der Story gesehen. Ich glaube, davon habe ich in der Story schon was gesehen. Programm namens Crazy Fitness Date mit Joey und Julia. Gehen wir auf die Suche nach dem ultimativen Workout-Typen für uns. Und natürlich auch für euch. Ja. Wir alle werden versuchen herauszufinden, welcher Workout-Typ der absolut beste für uns ist. Ganz genau. Wir sind auf 10 verschiedene Dates mit... Ey, ich finde das sehr passend, dass die miteinander sowas machen. Ich finde, es ist eine gute Koop. Eine gute, durchdachte Koop. Mit 10 verschiedenen Typen gegangen. Also mit 10 verschiedenen Fitness-Typen quasi. Genau. Wir haben Yoga gemacht, wir haben Pilates gemacht, wir haben Ballett gemacht, getanzt. Wir haben geboxt. Leute, bei dem Tanzworkout, guckt bitte nur auf Joey. Oh, sei doch nicht so sch. Boah, das wird so peinlich, Leute. Ich hab mich so dumm angestellt. Ey, dafür hab ich mich bei diesen Core-Sachen und Crossfit und alles, das war ja wirklich... Also, da war ich natürlich, da war ich eine Bombe. Und genau darum geht's. Wir wollen... Stimmt, Joey ist so Crossfit-mäßig, ist der strong am Start. Wir wollen rausfinden, welcher Fitness-Typ uns am besten gefällt, was uns am meisten Spaß macht. Und wir möchten, dass ihr das auch rausfindet, weil ich mir vorstellen kann, dass für viele Leute da draußen es schwierig ist, irgendwie so seine Sport... Ey, also alles in allem sehr, sehr gute Koop. Ich skippe mal am Schluss von dem Werbeblock, weil, aber checkt es gerne mal ab, weil ich find's nice. Ich find's nice. Sehr passend, sehr rund, sehr gut. Ich möchte sagen, dass ich es ein bisschen eklig finde. Dass meine Füße in deinen Achseln stecken? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es für meine Achseln oder für deine Füße eklig finde, ehrlich gesagt. Es muss ja nicht in eine Richtung eklig sein. Es kann ja auch einfach generell einfach im Raum eklig sein. Alles eklige Körperteile, von daher gleicht sich's aus. Let's go. Mach mal hier die Beine breit und die Arme weg. Oh mein Gott, das wird jetzt richtig voll. Meine Achsel ist halt auch ein bisschen schwitzig schon, ne? Ja, meine... Aber ich weiß auch nicht, warum das bei Joey so ist. Aber der große Zeh bei Joey, wenn man das mal analysieren kann, das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, der große Zeh ist immer komplett losgelöst von allen anderen Zehen. Also bei vielen, ich sag mal normalerweise, ist es so, dass alle Zehen, alle 5 Zehen sozusagen an einem Fuß, so dieselbe Richtung annehmen, so in dieselbe, so dasselbe Ziel gerade haben. Wisst ihr, was ich meine? Aber jetzt, um so eine Analyse, so eine Fußanalyse hier mal zu machen, dann würde ich sagen, dass bei Joey wirklich der eine Zeh immer ein ganz anderes Mindset hat, als die 4 kleineren Zehen. Ja, meine Füße doch auch. Na gut, dann rein da. Du brauchst jetzt richtig Armspannung. Ich glaube, das ist nämlich schwer. Oh mein Gott, wenn du fällst, knallt dein Arsch in mein Gesicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... Ja, Fußexperte Rizus am Start, ja. ...ich heute Nachmittag noch Arsch im Gesicht habe. Voll wie meinen. Das ist für dich ja auch nicht so leicht, ne? Ja, ich muss vor ein Gleichgewicht halten. Oha, es hält, es hält, sie hält, sie hält. 1, 2, 3, 4, 5. Rizo mag ja 10 Füße gleichzeitig. Habe ich das mal gesagt? Ist es wieder so eine Sache, die ich mal im Podcast gesagt habe und ich kann mich nicht mehr daran erinnern? Es gibt viele Sachen, die ich mal im Podcast gesagt habe und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ah, okay, cool, cool. Ja, ich mag 10 Füße gleichzeitig. Ja, also 5 Fußpaare, 10 Füße. Doch, ich erinnere mich jetzt ein bisschen. Oh, scheiße. Digga. Digga. Ach man, Subtitles hierfür, Digga. Digga! Digga! Ganz kurz, nur um diese Szene nochmal zu wertschätzen. Julia sagt etwa und wackelt dann mit dem. Achtet bitte nochmal drauf, weil das finde ich die schönste Szene gerade in diesem ganzen Video bisher. Digga! Digga! Am Ende wiggelt sie so. Erwachsen, fit und mega geil geworden. Was ist das denn? Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen herausfordernd. Deine Base. Weißt du, was ich nervig finde? Du hüpfst hier die ganze Zeit oben rum und ich sitze die ganze Zeit wie so eine Nacktschnecke hier unten. Ich bewege mich gar nicht hier. Ja, aber sorry, das kann ich auch nicht. Du musst halt liegen. Ja, das stimmt. Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Ich weiß es auch nicht. Geh da nochmal. Ich bin halt leider keine Stange, ne? Schön, dass du keine Stange bist. Okay, ja, so geht's doch. Guck mal, so geht's. Aber ich muss jetzt gleich meine Beine... Was passiert hier? Julia, du musst deinen Arsch nach vorne machen. Meine Beine müssen runter.
dass sie so flattert, Digga. Um Gottes Willen. Ich sehe schon, wie du in diese Lampe reinknallst. Versuch dir mal beide. Boah, das ist so versuch schwierig. Mal beide Beine so richtig steif zu machen. Oh. Alleine die Sounds. Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott, ich hatte so Angst gerade, ne? Oh mein Gott. Für ein kurzes Sekündchen war ich frei. Oh, ich glaube, ich habe einen Krampf hier. Aua, Julia, das geht nicht weg. Komm noch mal so, das sieht so lustig aus. Guck mal bitte, wie seine Hand aussieht. Hä? Guck, das sieht bei dir auch so aus. Nee, deine Hand ist so lang. Deine Hand ist so lang. Oh mein Gott, sieht das lustig aus, Leute. Guck deine Hand mal an, das sieht aus. Jetzt denkt man halt auch, wir haben Drogen genommen. Ah ja, okay, das. Oha, oha, da ist ein Kuss. Ich sehe einen Kuss. Passiert hier jetzt ein Kuss? Werden wir Zeuge eines Kusses? Geht. Das fällt mit Kuss, ne? Ja, das Problem ist wieder hier, wie man da reinkommt. Du musst so. Ja, ja, aber wie hat sie ihre Hand? Und jetzt das auf dir drauf. Richtig geknackt, ey. Soll ich dich irgendwie so stützen? Guck mal, das ja. Ja, 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 drück dich hoch jetzt. Ich dachte gerade für einen kurzen Augenblick, wie lang die Haare, sozusagen die Achselhaare von Julia sind, habe ich kurz gedacht. Was fein ist, kann man so tragen. Es ist absolut fein, wenn die Achselhaare so lang sind. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das nur ihre Kopfhaare sind, die da so durchfleuchen. Irgendwie so stützen. Guck mal, das ja. Ja, 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 drück dich hoch jetzt. Okay. Auf meine Knie, Julia. Ah! Du musst auf meine Knie. Ja, guck mal. Ja, aber wie komme ich denn da rüber? Ich weiß jetzt nicht. Sie liegt jetzt einfach auf Joey. Erstmal Pause machen. Ja, erstmal rasten. Drauffläht. Mach mal so hier die Brücke. Ey, ey. Wie drauffläht. Mach mal so hier die Brücke. Und sie setzt sich einfach direkt auf den Kopf. Oh, oh, oh mein Gott, Julia. Oh mein Gott, du hast mir fast meinen Penis gerade gebrochen. Oh Mann, oh Mann. Warte, 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 bleib so. Ja, ich kann nur das so gerade machen. Da war fast ein Kuss. Also Entschuldigung, wenn man das Frame für Frame durchgeht, zählt das basically als Kuss. Oh mein Gott. Aua, den Bart in meinem Gefühl. Aua. Ich glaube, wir lassen die weg, oder? Ich glaube, die funktioniert nicht. Die schaffen wir nicht. Die ist wirklich wild. Ja, sorry, aber das ist ja das Einfachste der Welt. Ja, dann zeig's mir mal. Ja, los geht's. Ich bin oben. Wie viel wiegst du? Nur 85. Bitte nicht wieder auf meinem Penis. Okay. Schaffst du? Ja. Bitte nicht wieder auf meinen Penis. Ist auch ein grundsätzlicher Satz, den man häufiger sagen müsste und sollte. Warte mal, hier, okay? Okay. Jetzt! Ah! Ich vergiss, dass ich meine Arme auch anspannen muss. Nee. Wirklich eine GoPro über meiner Stirn, das ist ja so lustig. Ja, das ist so. Oh mein Gott, wir sind gerade richtig gut. Ey, runter, runter. Okay. Oh. So, jetzt du. Okay, aber ohne Hände festhalten. So. Gut. Oh, oh mein Gott. Kennst du diese Sachen, wo du so einen kleinen Vogel oben drauf machst und dann ist der nur auf seinem Schnabel drauf? Nein. So fühlt es sich. Ja, doch, ich weiß genau, was Joey meint. Das, wo das kleine Vögelchen nur auf dem Schnabel drauf ist. Julia ist das kleine Vögelchen mit dem Schnabel. Julias Schnabel ist das mit dem Vögelchen. Gerade an. Okay, ich kenn's nicht. Okay, next one. Was ist das denn? Das ist auch easy. Hä, die sind alle zu einfach für uns. Tu dich dazu. Warte. Warte. Ja, aber wie kriegen wir uns aneinander jetzt? Warte, komm näher. Du kommst näher? Ja, mach mal so. Unsere Rücken müssen sich berühren, ne? Okay. Ist jetzt? Warum rede ich auf einmal so? Ich verstehe nicht, wir müssen hoch. Nein. Wo ist denn da? Hä, haben wir, oder? Ich weiß, es ist auch gerade komisch bequem. Weißt du was, es wäre so witzig, wenn... Das ist komisch bequem. Wenn wir uns jetzt gegenseitig okay. In den A** furzen würden. Hallo. 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 Hallo, meine Süßen. Hallo. Na, wie geht's euch? Digga, das ist so, dieses Video ist so cursed. Was erleben wir hier gerade? Was ist es für ein... Das ist mir zu viel Fußkondens.
Ich glaube auf jeden Fall, für jeden Fußfetischisten, und ich weiß nicht, wie viele Leute gerade zugucken, aber bei der Anzahl von Leuten, die gerade zugucken, sind hier schon ein paar Fußfetischisten im Chat. Das muss doch nice sein, oder nicht? Ist das nicht viel? Wir haben sowohl Männerfüße als auch Frauenfüße. Du hast, also, Digga, du hast alles, was dein Herz begehrt. Echt? Wie weit man da dran gehen kann. Ganz schön da, und es ist trotzdem irgendwie noch weit weg, oder? Ey, und wer auch immer diesen Fetisch hat, was hier jetzt gerade passiert, kriegt auch das. Also es wird einiges bedient, das ist so verstörend. Dieses Bild ist so verstörend. Was ist das, was wir gerade sehen? Huh. Was ist das? Nee, danke. Füße sind doch dein Fetisch. Ach, stimmt. Ja, stimmt, das ist ja mein Fetisch. Ja, okay. Ja, also ich habe eine gute Zeit gerade. So, nächste Pose. Jetzt ran da hier. Ja, jetzt machen wir mal wieder in die Turbo. Heier die Nachbarn. Ich nehme aber diese Polster um den Arsch, ne? Die sieht ja schon hypnotisierend aus, muss ich sagen. Okay. Oh, mein Arm war noch nicht ready. Ja, jetzt muss ich mal ausbalancieren. So. Was wollen die überhaupt gerade machen? Deine Füße sind so schwitzi. Eins! Soll ich loslassen? Mhm. Hä? Ah, ja, nur klar, mit einem. Klar. Okay, jetzt du unten. Ja, ich glaube, das ist besser. Als ob. Ich habe Angst, Julia, dass ich dir ins Gesicht schaffe. Ich auch. Lass mal. Wir lassen das, ne? Das wird zu riskant. Ach du Heilige. Digga, was? Ja. Da weiß ich nicht. Ist es einfach oder ist es... Ich glaube, da reinzukommen ist wieder ein bisschen kompliziert. Aber sonst... Geht. Leg dich mal hin. Ich kann versuchen, handstandmäßig da rein. Woher der Pulli? Mein Pulli? Woher dieser wunderbare Pulli? Das ist doch klar. Hä? Das ist doch klar, woher dieser wunderbare Pulli? Entschuldigung. Entschuldigung, das ist doch... Eins in den Chat für Hund, zwei für Katze. Hier auf der linken Seite sieht man diesen wunderbaren... Guck mal, da muss ich nicht mal aufstehen und mich umdrehen. Weil ich einfach zeigen kann, das ist vorne, das hinten. Vorne, hinten. Ich muss nicht mal aufstehen. Wow. Was für ein schönes Leben. Was für ein schönes Leben. Was ich meine. Dass du hier so mit deinen Händen dann bist. Ja, aber du bist zu klein. Wie soll ich denn mit meinen Füßen hier reinkommen? Nee. Tut es weh? Nee, aber drück mal hoch. Oh mein Gott, Steiß gebrochen? Nein. Hat wehgetan? Nee, alles entspannt. Ich glaube, nur die Nachbarn unter uns haben einen Schock gekriegt. Ja, aber eigentlich ging's. Es ist nur schwierig, Gleichgewicht zu halten. Ich habe auch nicht verstanden, wo meine Arme sein sollen. Ich habe auch nicht verstanden, wo deine Beine waren. Hatten wir das? Nee. So? Geht das so? Und jetzt? Oh, so ist voll einfach. Nee. Nach vorne, Richtung mir. Genau. Ja. Ich glaube, das ist falsch. Ja. Ich muss eigentlich mit meinem Körper... Aber ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich finde, die sind nah dran. Oh mein Gott, wie du dich da so durchquetscht. Oh mein Gott, ja. Aber wir haben... Das ist richtig gut. Oh mein Gott. Das sieht richtig heftig aus, aber irgendwie sieht das... Was? Irgendwie Spaß. Ja, irgendwie ist gerade cool, irgendwie ne? Ist cool. Ich würde deinen warmen Intimbereich nicht so an meine Schulter drücken, obwohl der ist wirklich schön warm. Das ist auch eigentlich nicht mein Intimbereich, sondern mein Bauch. Spürst du das Kind? Es ist ein Mädchen. Ich habe gemerkt, die ist tritt. Ist ein Mädchen? Ja. Heißt Vanille Kassler, ha? Ja, genau. Willkommen zu unserem Finale. Ich habe ein bisschen... Ey, ist auf jeden Fall ein sehr stronges Video. Ist auf jeden Fall ein sehr stronges Video. Ein kleiner Fiebertraum, ja, aber auf jeden Fall ein stronges Angst. Video. Naja, du musst ja immer wieder nichts machen. Ich bin ja wieder die da durch die Luft fliegt. Ich glaube, die ist zu einfach, die Übung. Nee, ich glaube, das wird gar nicht so leicht. Schon wieder die Achsel, ja? Ja, schon wieder. Ich stehe da drauf. Oh Gott, wir haben so einen kleinen Furz mit deiner Achsel in meinem Fuß gemacht. Oh, scheiße. Eins. Ja. Und jetzt? Das geht nicht. Hey, wie soll das denn funktionieren? Oh mein Gott. Ich brauche ein Treppchen. Wie krass ist das denn? Du musst sie jetzt auch richtig... Stütz dich ab. Und dann müsst ihr sie an. Vielen Dank. Gott. Okay, ja. Du musst mich rein. Ey, das ist einfach zu schwer. Ich krieg dich nicht gehalten so seitlich. Das ist richtig kacke. Ja. Nein. Ich finde, es war kurz da. Julia, das ist eine Übung. Es kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit
so gut waren und dann im Finale verkacken. Aber das Kacke mit dem Stuhl müssen wir ohne probieren. Ja. Hä? Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Ah! Oh mein Gott! Gut, ich hab voll Gleichgewicht gerade. Ist das cool? Oh. Ey, aber ganz kurz. Meine These stimmt. Achtet bitte wieder darauf. Hier sind die 4-10, die machen so ihr Ding, das ist Ding Nummer 1. Die haben so einen Plan, diese 4-10. Und hier ist der große C von Joey, der macht komplett sein eigenes Ding. Es sind zwei verschiedene, ich habe das Gefühl, der eine C ist mit der linken Gehirnhälfte verbunden von Joey und die anderen 4-10 sind verbunden mit der rechten Gehirnhälfte. Da ist ein Unterschied. Die machen unterschiedliche Sachen. Oh mein Gott, auf einmal mega easy. Die teilen sich auf. Super easy, okay, reicht aber jetzt. Okay. Hä? Platz 1. Hä, wie krass. Ich habe wirklich fast aufgegeben, muss ich sagen. Und dann habe ich noch einmal Ja, das ist die Fußanalyse. Ich finde Joeys Füße sehr, sehr reizvoll. Also das macht Dinge in meinem Körper, deswegen gucke ich da viel. Gemeinsam versucht und es hat funktioniert. Aufgeben machen wir nicht. Das war eines meiner Lebensziele gerade und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das geklappt haben. Ich auch, ja, same. Wir haben es richtig geklappt. Wir haben es einfach geklappt. Leute, falls ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dann zeigt das dem Video mit dem Daumen nach oben. Ganz Schreibt genau. uns mal was Süßes. Abonniert sehr gerne, mal, sehr gerne. Und guckt euch unser Workout an. Naja, guck. War ein sehr stronges Video. Vielen, vielen Dank für dieses... für diesen Fiebertraum von Video. Es war strong. War ein sehr, sehr stronges Video.